In diesem Video wenden wir uns der diversitätssensiblen und inklusiven Sprache zu. Bei der Frage, wie diversitätssensibel kommunizieren, geht es um mündliche, schriftliche und bildliche Kommunikation. Außerdem geht es um Personengruppenbezeichnungen sowie Personengruppenbeschreibungen. Also geht es um die Begriffe, die wir verwenden, sowie darum, wie wir Personen darstellen und beschreiben. Die Professoren unserer Hochschule waren bei der heurigen Lehrpreisvergabe sehr erfolgreich. Waren es tatsächlich nur Männer oder gab es auch ausgezeichnete Professorinnen? Sind die Professorinnen mitgemeint? Woher wissen wir, wer mitgemeint ist? Und vor allem, wissen die Mitgemeinten, dass sie mitgemeint sind? Diversitätssensible Sprache sorgt für Eindeutigkeit und beugt Missverständnisse vor. Sprache sollte so gestaltet werden, dass Personen bzw. Gruppen direkt angesprochen und nicht nur mitgemeint werden. Bei männlichen Formen ist nicht klar, ob es sich um eine verallgemeinernd verwendete oder spezifische Personenbezeichnung handelt. Durch gendergerechte Sprache geht eindeutig hervor, wer gemeint ist. Für Studierende mit Migrationshintergrund und sozial schwache Studierende gibt es eigene Interessensvertretungen an der Hochschule. Wer genau ist denn damit gemeint? Wie identifizieren sich diese Studierenden selbst? Wer schreibt anderen einen Migrationshintergrund zu? Und wann rückt der dann in den Vordergrund? Wer unterstellt anderen soziale Schwäche? Wer inklusiv formuliert, hilft, Stereotype zu überwinden und subtile Formen von Ungleichbehandlung in der Darstellung und Ansprache von Menschen zu vermeiden. Der Anhang mit Migrationshintergrund ist sehr schwammig und umfasst eine heterogene Gruppe an Menschen. Der Migrationshintergrund ist ein Etikett, dem Betroffene nicht entkommen können und das gar nicht ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstbeschreibung entsprechen muss. Dasselbe gilt für die Beschreibungen sozial schwache Menschen oder Menschen aus der Unterschicht. Für beide Charakterisierungen gibt es viel bessere Formulierungen. Martin ist ein Behinderter. Ist Martin mehr als das? Ist er ein Mann, ein Student, ein Kollege? Wäre es dann nicht besser zu sagen, er ist jemand mit Behinderung? Der Ausdruck Behinderter reduziert Martin sonst auf ein einziges Merkmal seiner Person und stellt dies als defizitär in den Vordergrund. Schriftlich gäbe es auch noch die Möglichkeit, Behinderung mit großem H zu verwenden, um sichtbar zu machen, dass Menschen nicht behindert sind, sondern in der Gesellschaft behindert werden. Barrieren sowie fehlende Zugangsmöglichkeiten behindern Menschen. Sie erschweren eine gleichberechtigte Teilhabe. Alex identifiziert sich als nicht-binär. Wie will Alex also angesprochen werden? Welche Pronomen sollen verwendet werden? Antworten auf diese Fragen kann am besten Alex geben. Fragen Sie doch Alex. Diversitätssensible Sprache bedeutet, dass Personen gleichermaßen und gleichwertig sichtbar gemacht und diskriminierungsfrei angesprochen werden. Eine faire und inklusive Sprache bietet Identifikationsmöglichkeiten für alle und spiegelt die Lebensrealitäten unterschiedlicher Personengruppen wider. Der Einsatz von Sprache und selbstverständlich auch von Bildern ist stark mit Fragen der Macht verknüpft. Angehörige machtvoller und privilegierter Gruppen bestimmen größtenteils, wie Angehörige machtloser und marginalisierter Gruppen dargestellt werden und zu Wort kommen. Wenn wir Bilder und Sprache kritisch betrachten, müssen wir uns daher zum Beispiel mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wessen Geschichte wird erzählt und wie wird sie erzählt? Wer spricht und wer wird gehört? Über wen wird gesprochen und wer spricht für sich selbst? Stellen verwendete Bilder und Erzählungen gesellschaftliche Gruppen komplex oder vereinfacht dar? Werden Selbstbezeichnungen verwendet? In welcher Sprache, in welchen Sprachen wird gesprochen oder geschrieben? Ist das Medium barrierefrei? Gibt es ein Transkript? Gibt es für Videos eine Bildbeschreibung? Ziel dieses Videos ist es, dass Sie zunächst über Ihren persönlichen Sprach- und Bildgebrauch nachdenken. Wie sprechen Sie über andere? Wie sprechen Sie mit anderen?
Wissen Sie, wie andere angesprochen und dargestellt werden möchten? Außerdem haben Sie im Video einige Beispiele für diversitätssensible Sprache kennengelernt. Mit Hilfe der Literaturhinweise können Sie sich noch tiefergehend damit auseinandersetzen. So kommen Sie Step by Step über Selbstreflexion, Informierung und Weiterbildung zur Praxis des inklusiven und diversitätssensiblen Kommunizierens.